Okay, das ist also richtig. Viertel nach 12 ist die richtige Uhrzeit, die wir hier einstellen sollten. Okay. Das ist, ja. Okay. Gab es darauf irgendwelche Hinweise hier, die wir hätten finden können? Der Herbstwald ist auf dem Globus nicht einmal eingezeichnet. Corona ist weit entfernt. Ich finde es so schön, dass das Königreich Nein, Corona heißt. danke. Es fühlt sich auch Das so schon an, als würde ich die ganze Last der Welt ist auf meinen Schultern ja tragen. bedrückend. Der Herbstwald ist auf dem Globus nicht Corona. Man wird wie Corona ist weit entfernt, bedrückend. Die Welt und ich haben ein Kommunikationsproblem. Sie hört mir nicht zu und ich verstehe sie einfach nicht. Ich fühle mit dir, Bruder. Ich fühle mit dir. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr. Was sind das bloß alles für Von Zettel? tiefstem Herzen. Der Spruch hat mir aus der Seele Es gesprochen. würde ewig dauern, bis ich sie alle gelesen habe. Es würde ewig dauern, bis ich sie alle. Können wir den Satz nochmal hören? Die Welt und ich haben ein Kommunikationsproblem. Sie hört mir nicht zu und ich verstehe sie einfach nicht. Es ist. Dem ist nichts hinzuzufügen. Es würde ewig dauern, bis ich sie alle gelesen habe. Es lesen wir es nicht. Es würde ewig dauern. Okay. Das Licht fällt genau auf diesen Zettel hier. Kann das Zufall sein? Bestimmt nicht. Wir Was lesen sind ihn. das bloß alles für Zettel? Wir sollten ihn vielleicht lesen, den Zettel, auf den das Licht fällt. Jetzt scheint das Licht auf diesen Zettel hier. Da steht, die Farben kommen zurück in die Welt. Okay. Jetzt scheint das Licht auf diesen Zettel hier. Da steht, die Farben kommen zurück in die Welt. Okay. Lass uns mal den Poki, die Entwickler reden, in den Entwicklerkommentar. Ja, wo ich es gerade über Ingo erzählt habe, ebenfalls habe ich erst nach der Fertigstellung von Whispered World jemanden namens Shana kennengelernt. Wirklich. Sie heißt tatsächlich Shana. Und da war ich Beeindruckend. nun wiederum sehr froh darüber, ein Sprachsample zu haben. Das habe ich sogar tatsächlich an ihre Familie geschickt, wo Sedwick sagt: Shana? Ist das nicht dieses. Warte mal, wie war das Sprachsample? Shana? Ist das nicht diese Krankheit, wo die Füße so jucken? Den gibt es tatsächlich, diesen Sprachsample. Ich habe den ihrer kleinen Schwester geschickt und sie hat, glaube ich, sehr gefeiert. Ja, war super. Und ihrem Ex-Freund. Der war auch sehr begeistert darüber, diesen Sprachsample zu haben. Netter Poki. Ah, Sehr excellent. Was netter vielleicht noch ein Poki. bisschen auffallend ist, ist, guckt euch mal das Fenster an. Wenn ihr dann das Spiel durchgespielt habt, dann versteht ihr auch das Fenster. Ich habe das Spiel Ende. durchgespielt. Ich verstehe das Fenster nicht. Doch, 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 Ach doch. so, Das ja, ist, doch, doch, ja, alles klar. das ist nämlich, Es macht total Sinn. Es macht alles Sinn. Macht total Sinn. Macht, auch schön finde ich hier vorne den Globus übrigens, weil das war nämlich der Augenblick, wo wir der Welt, der Whispered World, einen Namen geben mussten. Weil wir es selber ziemlich blöd fanden, wenn Sedwick über die Whispered World sagt. Ah, das hier ist die Whispered World. Das ist halt, klingt halt irgendwie total bescheuert. Und deswegen haben wir versucht, das Ganze in einen Namen zu gießen und haben ihr, glaube ich, an dieser Stelle den Namen Silence. Ja, wir nennen es inzwischen Silence. Silence, genau. Aber Na, ist rate mal, wie quasi der so als zweite Teil Wörter. Im heißt. Englischen heißt es natürlich Silence. Und international auch Silence. Genau, Ja, Silence. das weiß ich gar nicht mehr. Ja, aber Silence klang Rate auch noch mal, wie so der schön Titel des zweiten Teils ist. nach einem Element. Wie Erde halt ein Element ist. Genau, das gute Erdelement. Ich glaube, es steht im Periodensystem irgendwo hinter Mittwoch. Ist auch Silence, kann man sich vorstellen. Weißt du was, Poki? Ja? Wir haben Norderstedt vergessen. Ah, oh, Norderstedt, genau. Machen wir im nächsten Das wäre Spiel. doch Ja, magisch. machen wir im nächsten Machen wir Spiel. im nächsten Spiel. Ich glaube, das zieht sich noch durch bis zum Ende. Norderstedt. Okay, das Fenster, können wir uns das angucken? Nee, wir können es uns angucken. Also, das ist also jetzt ihr Zuschauer.
vor dem heimischen Bildschirm und ich sitze hier direkt, aber Cedric kann sich nicht anschauen. Ja, die Tür können wir benutzen, wir können rausgehen. Ernüchternd. Ach, ja, das ist wie... Ja, so ein... Okay, aber wie haben wir das... So haben wir das gemacht. Tja, der Globus. Nein, danke. Es fühlt sich auch so schon an, als würde ich die ganze Last der Welt auf meinen Schultern tragen. Der Herbstwald ist auf dem Globus nicht einmal eingezeichnet. Okay. Tja. Ich habe übrigens die ersten beiden Parts, die ich aus dem ersten Stream geschnitten habe, noch nicht hochgeladen. Ich kann euch also, weil ich im letzten Stream mir die Frage gestellt habe, weil so oft Corona erwähnt wurde, ob das bei mir auf YouTube gefleckt wird. Ich kann es euch noch nicht sagen, vielleicht im nächsten Stream, im nächsten Part. Da sage ich euch mal, wie das auf YouTube passiert ist. Was YouTube da macht. Okay. Wir müssen hier mal irgendwie weiterkommen. Nee. Wir müssen so hier. Gib's auf! Wir wissen doch, wie es geht. Durch hinter die Tür und dann von hinten durch. So, jetzt wollen wir mal raus wollen. Aber was? Tja. Ja, noch die Zettel gucken, hier ein bisschen Zettel. Es würde ewig dauern, bis ich... Wir haben noch Zeit. Es würde ewig dauern. Dann halt nicht. Das Licht fällt genau auf diesen Zettel. Kann das Zufall? Was sind das bloß all... Jetzt scheint das Licht auf diesen Zettel hier. Da steht, die Farben kommen zurück in die Welt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Vielleicht müssen wir den Globus anmalen. Das könnte eine Idee wert sein. Eine verrückte Idee, aber... Haben wir denn irgendwas zu malen? Wir haben Bomben, wir können den Globus bombardieren. Ich mag die Welt zwar nicht besonders, aber ich will sie auch nicht kaputt machen. Tja... Messer. Ich mag die Welt zwar nicht besonders, aber ich will sie auch nicht kaputt machen. Tja, eine Karte. Nein, danke. Es fühlt sich auch so schon an, als würde ich die ganze Last der Welt auf meinen Schultern tragen. Tja. Ich frage mich auch, was mit dem Kollegen passiert ist, der dort am Ufer saß. Ist ja dann auch nicht wieder aufgetaucht. Nein, die Welt ist auch so schon kompliziert genug. Tja. Nein. Nicht. Tja, was machen wir denn mit dir, Globus? Dort warten viel größere auf. Den Zettel hier an die Wand hängen. Nein, hier ist es auch so schon chaotisch genug. Tja. Einen Kompass vielleicht irgendwie auf die Stelle halten. Wenn nur so eine Idee. Nein, hier ist es auch so schon chaotisch genug. Tja.
Okay, da fällt mir wirklich nichts mehr ein. Uns in den Sessel setzen. Ich mach lieber keinen Unfug mit Shanas Sessel. Am Ende orakelt sie mir noch die Blaupocken an den Hals. Okay. Shana scheint nicht zu Hause. Hallo, Shana? Hm. Die Uhr nochmal anschauen. Müssen wir die nochmal umstellen. Haben die was zu sagen? Ja, Kinder, wie die Zeit vergeht. Das letzte Mal ist nicht lang her. Brauchen wir nicht schon wieder steht auf seinem Tacho ein Jahr mehr. Das hier ist der Uhrenscreen. Es ist eine Uhr. Ja. Ach was. Genau, es gibt ein schönes Rätsel um den Zeiger, das wir jetzt nicht spoilern dürfen. Nee. Ach, das wäre ja was Besonderes. Mit Tageszeiten. So eine Art inspiriert von. Ich darf überhaupt nichts erzählen und spoilern, oder? Du kannst was von der Uhr erzählen. Die Uhr. Sieht die nicht schön aus? Ja, was völlig Neues und Punkt nichts bedeutet. Ganz im Ernst, wie machst du, dass deine Screens so aussehen wie das hier? Das würde mich echt mal interessieren. Also sehr lustig, wenn ich eine Uhr zeichnen würde, wie die dann aussehen würde. Nee, zu dem Screen könnte ich eigentlich nur sagen, dass Jan Schneider von Adventure Treff mich mal angesprochen hatte und meinte, guck mal, irgendwie eine von den Zahlen ist falsch geschrieben, denn bei solchen alten Uhren wurde damals die 4 ist mit einer müsste IV heißen. Ja, aber damals auf den Uhren wurde es mit, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall wurde ich darauf angesprochen. Nee, 4 Striche, sowas gibt es auch gar nicht bei den römischen Zahlen. Doch, eigentlich nicht, aber auf den Uhren schon. Ach so. Und dann hast du es natürlich richtig geändert. Natürlich habe ich das richtig geändert. Das war es zwar jetzt nicht mehr, vielleicht habe ich es irgendwie falsch überlassen. Das ist ein guter Fun Fact. Ja, das ist ein kleines Easter Egg, weil wenn man auf die 4 drauf drückt, dann ändert die sich. Scheiße, Marco. Das ist interessant. Die Leute spielen doch jetzt gerade das Spiel, die können es direkt ausprobieren. Ja, jetzt noch nicht mehr, aber damals. Ändert sich das nicht mehr. Damals war das so, ne? Haben wir rausgenommen. Windows 8 war nicht mehr kompatibel. Ja, war nicht mehr kompatibel. Schande. Die 4. Ja, das ist wirklich falsch. Die 4 wird. Es ist 3 Striche, das ist. Das ist falsch. Das ist grob fahrlässig falsch. Okay, dann probieren wir noch ein bisschen um. 1, 2. Also wir müssen den Knopf vielleicht drücken. Also Viertel nach 12 hat irgendwas ergeben. Elf mal hier ein bisschen. Tja. So vielleicht, ja, das ist dann vielleicht. Oha. Da tut sich was. Jetzt scheint das Licht auf diesen Zettel hier. Einem schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Hä? Was soll denn das heißen? Keine Ahnung. Wir müssen jetzt wahrscheinlich noch mehrere Zettel finden. Und mal wieder hier ran. Das ist hier. Ich geh mal hier wieder. Okay. Vielleicht andersrum mal. Um 6 bringt es nicht. Okay. Ja. Nix.
Nix. Da nix. Da nix. Ui. Oha. Ich sehe was. Wer ruft mich? Das war wohl ich. Er soll näher treten. Ich sehe nur ein Kind in einem Clownskostüm. Ich bin Schausteller. Der Schausteller hat sich verlaufen. Mein Name ist Sedgwick und ich habe mich nicht verlaufen. Ich suche nach Shana. Ich bin Shana. Ja, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Denken kann er also auch. Und trotzdem ist er hier, wo er nicht hingehört. Er darf vorerst sprechen. Was will er von Shana? Wer schickt ihn? Tja, also... Ich würde mal sagen... Ich bin im Auftrag des Königs unterwegs. Lächerlich. Die Boten des Königs sind Chaski. Mutige Abenteurer mit einem Herzen aus Gold. Das Herz von diesem hier hat die Farbe von angehaltener Zeit. Es ist schwarz wie Teer. Der Clown kann niemanden täuschen. Er ist nicht das Material, aus dem Helden geschnitzt sind. Er soll gehen oder den tatsächlichen Grund nennen, warum er hier ist. Also... Niemand schickt mich. Ich arbeite allein. So, so. Der Clown sagt, er arbeitet allein. Nur woran er arbeitet, das sagt er nicht. Weiß er es überhaupt? Gute Frage. Ich schätze, ich will einfach etwas Sinnvolles in meiner Zeit anfangen, anstatt den Clown zu spielen. Jede Nacht träume ich vom Verfall der Welt. Ich will nicht tatenlos zusehen. Er will eine bedeutungsvolle Aufgabe. Er glaubt, dass ihn das zufrieden machen wird. Er irrt sich. Das kannst du nicht wissen. Du hast ja nicht einmal meinen Traum angehört. Und das werde ich auch nicht. Wenn das der einzige Grund ist, warum der Clown hier ist, muss er jetzt gehen. Warte, es gibt noch einen anderen Grund. Tja, Chaski namens Bobby. Ein Chaski namens Bobby schickt mich. Der Clown redet Unsinn. Die Wege der Chaski sind gefährlich. Kein Chaski wäre so verantwortungslos, ein unnützes Kind für seine Sache einzuspannen. Vielleicht bin ich ja nicht ganz so unnütz, wie ich aussehe. Er zweifelt an seiner eigenen Rede. Für wie nützlich hält er sich denn? Naja, es stimmt schon, dass ich häufig Dinge fallen lasse. Ich bin auch nicht so stark und sportlich wie mein Bruder. Genau genommen gibt es nichts, was er nicht besser könnte, aber... Das reicht. Ich habe genug gehört. Wenn es diesen Chaski tatsächlich gibt, möchte ich persönlich mit ihm reden. Warum kommt das könnte schwierig sein. Sondern schickt ein unnützes Kind. Er wurde von den Askil überfallen. Die Askil sind noch nie bis in den Herbstwald vorgedrungen. Jetzt sind sie es. Geht es denn wirklich schon so schlecht um diese Welt? Das ist tatsächlich beunruhigende Kunde. Und nun? Kannst du ihm nicht irgendwie helfen? Wenn er tatsächlich ein Chaski ist, dann kann er sich selbst helfen. Tja, also... Er hat mir erzählt, dass du Träume deutest. Der Chaski hat ihm eine wichtige Information vorenthalten. Shana deutet Träume für wichtige Personen, nicht für Clowns. Aber meine Träume haben etwas zu bedeuten. Es ist nicht an ihm, das zu entscheiden. Na gut, dann sag du mir doch einfach, ob sie etwas zu bedeuten haben oder nicht. Ich meine, du bist doch die Expertin. Ich bin ein Orakel. Ich sehe Dinge, bevor sie passiert sind. Dass ich einen Clown tröste, der schlecht geschlafen hat, sehe ich nicht. Ich bin nicht als Clown hier. Ich helfe Bobby bei seiner Mission. Er hat mir sogar den Flüsterstein anvertraut. Was sagt er da? Der Flüsterstein ist hier im Herbstwald? Er soll ihn zeigen. Nun, das kann ich nicht direkt parat. Unglückseliger Tollpatsch. Der Flüsterstein ist ein äußerst wichtiges und mächtiges Objekt. Er muss auf der Stelle zurück zum Palast gebracht werden. Ist hier.
Was passiert denn, wenn der Flüsterstein nicht nach Corona gebracht wird? Der Flüsterstein ist ein mächtiges Objekt. Das sagtest du bereits. Solange der Stein nicht an seinem Platz im königlichen Palast ist, ist das Gleichgewicht der Welt außer Kraft. Diese Welt wird zugrunde gehen. Wie in meinem Traum. Der Clown hat vom Ende der Welt geträumt? Yep. Dann war es kein Traum, sondern eine Vision. Das versuche ich dir doch schon die ganze Zeit zu sagen. Nur sehr wenige Menschen können das Ende im Traum sehen. Ich muss mehr darüber wissen. Ich spüre, dass sich in diesem Traum eine mächtige Prophezeiung verbirgt. Dann wirst du mir also sagen, was er zu bedeuten hat, ja? Ja, aber es wird ihm nicht gefallen. Ist das schon Teil der Prophezeiung? Mit übernatürlichen Kräften herumzuspielen ist keine Zirkusnummer. Er wird Dinge hören, die nie für menschliche Ohren bestimmt waren. Ich höre jede Nacht Bens Schnarchen. Mich kann nichts mehr schocken. Der Clown glaubt, ihm könne nichts mehr erschüttern. Er ist ein Narr. Was hat mich verraten? Die Bommeln? Er nimmt es nicht ernst. Es könnte ein Fehler sein, ihm sein Schicksal zu offenbaren. Nein, nein, ich bin ja schon ganz ruhig. Es tut mir leid, ich bin nur aufgeregt. Bitte rede weiter. Also gut. Er soll mir seinen Traum in allen Einzelheiten berichten. Naja, da ist erst einmal diese Felsenlandschaft. Alles ist zerstört. Ich laufe so schnell ich kann, denn die Felsen geben unter meinen Füßen nach. Da bemerke ich plötzlich ein blaues Licht und... Hallo? Shana? Was ist los? Zum Henker. Zum Henker, was? Shana, du wirkst plötzlich etwas, weiß auch nicht, verkrampft. Das ist nicht übel, irgendwie schräg, aber... Okay, genug davon. Das wird jetzt schon ein wenig unheimlich. Shana, wäre es vielleicht möglich, dass... Zephik! Diese Welt ist im Untergange begriffen. Wie die Welt aus deinem Traum wird auch sie verfallen. Du, Zephik, hast das Schicksal dieser Welt in deinen Händen. Okay. Und du wirst derjenige sein, der diese Welt zugrunde richtet. Was? Es ist dein Schicksal, diese Welt zu zerstören. Was? Oh Gott. Nein, nein, stopp! Shana, nein! Du musst dich irren. Hey, du warst noch nicht fertig. Ich soll die Welt doch bestimmt retten, oder wie? Das war eine mächtige Vision. Was habe ich erzählt, als ich in Trance war? Ja, das sollten wir noch mal besprechen. Vielleicht später? Der Clown muss mir erzählen, was ich ihm prophezeit habe. Ja, ist ja schon gut. Irgendwann muss es wohl raus. Ich will nicht darüber reden. Das sollte er aber. Nur ich kann dem Clown helfen, sein Schicksal zu erfüllen. Ja, das wäre super. Vielleicht später? Nein, ich muss es jetzt wissen. Wie war das Schicksal will ich aber nicht erfüllen. Können wir nicht das Schicksal einfach ändern? Du hast mir gesagt, ich würde die Welt, Ja? Du hast mir gesagt, oh, ist das schwer. Es kommt mir einfach nicht über die Lippen. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt... Was hat der Clown? Was will er mir sagen? Du hast mir gesagt, ich würde die Welt retten. Ach, was eine Lüge. Ja, die Welt retten. Das waren deine Worte. Aber ich weiß nicht so genau, wie ich das anstellen soll. Nun. Klingt's uns. Er ist im Besitz des Flüstersteins? Ja, irgendwie schon. Dann ist die Aufgabe klar. Der Flüsterstein muss nach Corona gebracht werden. Zum Schloss des Königs. Okay. Und dann wird die Welt gerettet und nicht zerstört, richtig? Ja. Wie in der Prophezeiung. Ja, wie in der Prophezeiung. Oha. Wie komme ich denn nach Corona? Das ist doch garantiert ewig weit weg. Und ich weiß nicht einmal, in welche Richtung ich muss. Ja, der Clown wird Hilfe brauchen. Er darf keine Zeit verlieren. Die einzige Möglichkeit ist, Kalida zu finden. Kalida wird ihn nach Corona bringen. Kalida? Wer ist das? Noch ein Orakel? Ich hoffe, sie ist nicht genauso schwer zu finden. Kalida wohnt in der Mitte des Sees. Auf der Insel? Wie soll ich denn da hinkommen? Es ist niemals einfach, sein Schicksal zu erfüllen. Tja, also... Was soll ich nochmal tun? Der Clown muss den Flüsterstein nach Corona bringen. Und auf diese Weise rette ich die Welt vor dem Untergang? Ja! Wie es prophezeit wurde. Hast du dich schon mal geirrt? Noch nie.
Die Prophezeiungen bewahrheiten sich immer, aber nicht dann wird dir es das erste Mal vorgestellt hat. Es gibt also einen gewissen Interpretationsspielraum? Worauf will der Clown hinaus? Ach, nichts. Kannst du nicht den Stein nach Corona bringen? Ich meine, das ist ja wohl kaum eine Aufgabe für einen Clown, oder? Die Verantwortung ist groß, aber die Prophezeiung irrt nicht. Was habe ich bloß angerichtet? Alles geschieht nach einem Plan. Sorgen sind unnötig. Am Ende wird der Clown die Welt retten, wie es ihm prophezeit wurde. Ja, das macht Mut. Ja, also... Wo finde ich Kalida noch gleich? Kalida wohnt in der Mitte des Sees. In der Mitte des Sees, okay. Ach, ja. Wie komme ich zur Insel? Ich kann dem Clown auf seinem Weg nicht helfen. Aber er ist der Junge aus der Prophezeiung. Er wird ein Licht finden, das ihn leitet. Ein Licht? Was für ein Licht denn? Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen. Mhm. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Jetzt liegt alles in den Händen des Clowns. Er ist unsere letzte Hoffnung. Glockenschlag. Finde selbst die richtige Uhrzeit heraus. Was, da gab es eine Möglichkeit zu cheaten? Na, danke. Ach, ich hätte unterbrechen können. Ich hätte abbrechen. Wo der Wald am tiefsten ist. Okay, was zum Henker? Nanu, was bist du denn? Was ist das jetzt schon wieder für eine Kreatur? Wo kommt sie her? Und womit spielt sie da? Wir werden das bestimmt herausfinden. Ein Schattenmolch. Ein seltsamer kleiner Kerl. Er hält dieses rote Noai-Ei fest umklammert. Er scheint ganz Noai-Ei zu sein. Brauchten wir das nicht beim Zirkus? Hey du, darf ich dein Ei haben? Ja? Das war wohl ein Nein. Schon gut. Aha. Schon gut. Okay, vielleicht können wir dafür das Willst benutzen. Willst du tauschen? Er scheint ganz versessen auf dieses rote Ei. Tja, also... Wie wär's mit den Bomben? Willst du tauschen? Er scheint ganz... Tja, was können wir ihm noch geben als Austausch? Den Kompass? Willst du tauschen? Er scheint... Schatulle vielleicht? Willst du tauschen? Er scheint ganz versetzt... Tja, also... Ein Messer. Willst du tauschen? Er scheint... Ein Kescher vielleicht. Er scheint ganz... Okay, weiter mal. Ist ausprobiert. Die Karte. Willst du tauschen? Die Schaufel. Willst du tauschen? Er scheint... Den sollte ich lieben. Den brauche ich noch. Willst du tauschen? Okay, dann gehen wir vielleicht erst noch weiter. Wo der Wald am tiefsten ist. Okay, im Baum, aber am Baum vielleicht. Oha. Dann Glühwürmchen. Also. Oh je, das sind doch, diese Kreaturen, die einem tief im Wald auflauern, um einen an gefährliche Orte zu locken. Wie heißt Ihre Lichter. Noch gleich? Chaski? Orakel? Ach nein, Irrlichter. Aha. Was hat Shana noch gleich gesagt? Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen. Aha. Na dann. Ihr seid doch Lichter, oder? Irrlichter, könnt ihr mir vielleicht den Weg weisen? Sie weisen den Weg. Oh, der Stein. Wo sind sie denn jetzt hin? Besagter Stein. Wie schon ist bei Lord von Brokkir. Na, dann wollen wir doch mal gucken, wo diese Irrlichter abgeblieben sind.
Nanu, hier ist ja gar nichts. Wo sind Sie hin?